Wir beginnen damit einfach grundlegend erstmal mit den Füßen, mit Verbindung mit den Füßen. Dafür stellst du dich etwas weiter auseinander. Und die erste Bewegung, die du machst, ist, du drückst dich in den Boden mit, jetzt in dem Fall mit meinem linken Fuß, drückst in den Boden mit dem rechten Fuß. Drück mal gegen den Boden, drück gegen den Boden und das Ganze mit der anderen Seite. So, jetzt drücke ich da hinein und ziehe den Fuß ran, drücken, ran, drücken, ran, drücken, ran, andere Seite, drücken. Lass das Standbein eingeknickt. Du drückst dich ran, du ziehst die Ferse hoch. Zieh mal die Ferse hoch, zieh die Ferse hoch, zieh die Ferse hoch, rüber, drücken, Ferse, Ferse, Ferse. Okay. Erste, zweite, das Knie hoch, Knie, Knie und zurück. Erste, zweite, Knie. Knie, Knie. Okay. So. Jetzt kommt das vierte dazu, dass wir das Standbein auch noch versuchen zu strecken. Knie, Standbein. Und rüber. Jetzt verbinde ich das. Ram, Ferse, Knie, Standbein und was du damit trainierst, ist erstens die Verbindung zwischen rechts und links und zweitens die Möglichkeit, dynamisch Gleichgewicht zu trainieren. Ram, Ferse, Knie, Standbein und Ram, Ferse, Knie, Standbein. Okay, so. Dann die nächste. Das nächste ist, dass wir unseren Hals, den Kopf bewegen. Dafür lässt du den Kopf zur Seite, ziehst das Ohr Richtung Schulter und da gleichzeitig die Schulter runter, die andere und hoch und die andere Seite. Und erste, zweite. Hin und her. Ja, den Hals. Du machst jetzt halt quasi eine Aktivpause für die Beine, die danach wieder drankommen. Okay, so. Das nächste ist hin und her. Das hin und her mit dem Kopf. Die Schultern versuchen, die Schultern so ein bisschen nach hinten, also nicht übertrieben, aber sie nicht so nach vorne kommen zu lassen, sondern lass sie einfach so sanft nach hinten gezogen. Okay. So, die nächste Bewegung zeige ich dir von der Seite. Die Hände auf das Becken, es ist nicht in die Taille, sondern eher auf das Becken, die Handgelenke so ein bisschen. Und jetzt nehmen wir unseren Hals nach vorne und den Nacken nach hinten. Hals, Nacken, Hals, Nacken. So. Dann kommt der Kopf dazu. Der Hals nach vorne, den Kopf nach unten. Dann hebt den Kopf, Nacken nach hinten, Kopf nach hinten. Kopf, Hals, Kopf, Kopf, Nacken, Kopf, Kopf, Hals, Kopf. Jetzt rationalisieren wir einmal Kopfbewegung weg, dafür geht der Hals nach vorne, der Kopf nach unten. Jetzt der Nacken
Nach hinten. Und den Kopf nach hinten. Dann den Kopf so halten, nur den Hals nach vorne. Kopf. Nacken. Kopf. Hals. Kopf. Nacken. Kopf. Hals. Und nehmen wir noch den Hals in einem Verschieber. Dafür nimmst du die Hände und versuchst, das Ganze zu verschieben. Meine linke Schulter geht runter, meine rechte Schulter geht runter. Und du verschiebst den Kopf quasi auf einer Schiene hin und her. Das ist am Anfang für den einen oder anderen schwierig. Mach dann zwar die ersten Bewegungen nochmal. So, jetzt verbinden wir das, indem wir den Kopf drehen. Aber um das einfacher zu machen, halte ich den Trapezkopf. Du reibst mal deinen Nacken, greif mit den Fingerspitzen da rein, so dass du den runterziehen kannst. Und wenn du das hast, greif die Arme mal über Kreuz, greif mit den Fingern in den Trapezius und zieh den Trapezius runter. Es kann sein, dass es schon so ein bisschen schmerzt. Und jetzt bewegst du deinen Kopf frei, vielleicht im Kreis, vielleicht hin und her. Wenn das von dem Kreis her geht, ist es gut, dann mach das. Aber sei mal quasi interessiert, was geht, was kannst du mit deinem Kopf machen. Hin und her, vor und zurück. Vielleicht nur locker. Es ist nicht darum, es geht nicht darum, herauszufinden, was alles dich geht. So. Sondern es geht darum, was geht. Zieh den unteren Arm raus, bring den unteren Arm nach vorne, geh mit den Fingern richtig in den Trapezius rein, zieh die Schultern runter und beweg den Kopf nochmal. Versuch die gleiche Bewegung nochmal zu machen. Also ihr seht, man kann das nachher auch schneller machen. Nach vorne, nach hinten, hin und her, was auch immer. Seid interessiert und mit der Zeit wird sich der Hals, der Nacken einfach auch öffnen. Das nennt sich Pranamura im Yoga. Du stehst erstmal neutral, um die Arme zu trainieren. Du hebst die Arme, die Handflächen bleiben vorne. So, du hebst sie bis oben, drehst die Hände dann wie so einen Schalter zur Seite, geh mit den Ellenbogen zur Seite, mit den Händen bis zum Schambein nach unten und lass locker. So, ich sehe mit meinen Augenwinkeln meine Hände und folge meinen Händen nach oben. Dann drehe ich die Hände und locker. Hoch, zueinander, runter, locker. So, jetzt verbinde ich das Ganze mit dem Atem. Ich atme ein, halte die Luft an, aus, lass locker. Ein, zack, aus. So, wir gehen wieder zurück zu den Beinen. Diesmal bereiten wir die Füße so ein bisschen vor. Du stehst auf einem Bein und ziehst den Fußrücken ran und streckst den Fuß. Ranziehen, strecken. Ranziehen, strecken. Mach das in deinem Tempo, also das Fußgelenk. Und dann stellst du dich auf das andere Bein und streckst,
Du kannst ruhig das berühren, knick das Standbein so ein bisschen ein, dann ist das leichter, dann sitzt du quasi so ein bisschen da drin und bewegt den Fuß. Okay, als nächstes gehen wir im Kreis mit dem Fuß. Und auch eindrehen. Und wechseln. Ausdrehen. Die Knie locker, die Hände mal auf die Knie und mach mal Mini-Kreise. Spür mal, die Hände liegen da nur auf. Und dann stütz dich mal auf die Knie, lass die Knie, ne, dass du es einfach kreist. Okay, dann nach vorne auseinander. Die Hände liegen nur auf den Beinen, sodass du mit der Kraft der Beine, das lässt deine Fußgelenke auch freier werden, deine Knie, die Kraft. Deine Hüften. Und das Ganze andersrum. Jetzt können wir tiefer gehen. Du versuchst mit den Armen dir zu helfen. Bring die Füße auseinander. So, du bringst die Füße nach innen und kippst sie nach innen und außen. Sollte das für dich, das ist die erste Bewegung. Die andere Bewegung ist, dass du versuchst dabei, um deine Kniescheibe zu halten. Kipp die Füße hin und her, also nach außen, nach innen und versuch dabei, um die Kniescheiben zu rein. Aber der erste Move ist die Fußgelenke. So, jetzt die nächste. Du stehst auf einem Bein so ein bisschen, hier ist die Ferse. Bring mal die Zehen ganz eng, als wenn du eine Faust machen wolltest, und die Zehen ganz breit. Die Zehen ganz eng, die Zehen ganz breit. Stell den Fuß auf und mach das gleich mit der anderen Seite. Zehen, 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 Zehen. Währenddessen ne, einfach eine Faust machen, die Zehen ganz breit. Es wird die Kraft, es wird deine Füße erstens bewusster machen und zweitens wird es die Füße kräftigen und wechseln und alle Muskelketten beginnen quasi, also alles, was beginnt hier unten in den Füßen. So, jetzt reibe ich, ne, ich mache eine Faust, Zehen ganz breit und gleichzeitig reibe ich meine Kniescheibe und wechsle zum anderen Fuß. Und wieder zum ersten, Zehen ganz breit, Fuß, Faust, Zehen ganz breit, Faust, Zehen ganz breit, Faust, Zehen ganz breit. Dabei reibe ich meine Kniescheibe. Wechsel so hin und her. Faust. Wenn das nicht funktioniert, reibst du erstmal nur die Kniekehle, weil vorher hast du einzeln auch das mit der Faust und dem Fuß gemacht. Gib dir ein bisschen Zeit, irgendwann wird das die nächste Bewegung, die ich mit euch machen will, ist. Sind die Schultern, das Schulterkreisen.
Dafür nimm mal die Schultern ganz nach vorne und auch ganz nach hinten von der Seite. So. Zieh die Schultern nicht hoch, sondern lass sie unten nach vorne und nach hinten. Nach vorne, nach hinten. Die nächste Bewegung ist die Verbindung zwischen dem Hoch und dem Runterziehen. Dafür ziehst du die Schultern vorne hoch und nach hinten und hinten runter an der Seite. Das Ganze. Nur die Schultern zu kreisen. Und dann machen wir das Ganze andersrum, kurz nach hinten, hoch und nach vorne. Umso beweglicher und bewusster die Schultern sind als Verbindungsglied zu den Armen, vom Körper, umso freier wird der Nacken werden. Und auch so umso befreiter wird auch der Kopf werden. Als, ja, die Arme als Ausdruck dafür zu unserer Handlung. Okay. So. Jetzt das nächste, was ich machen möchte, ist, dass du lernst, du lässt eine Schulter rollen, du gehst vorne hoch, nach hinten und versuchst dann die andere Schulter entgegengesetzt zu rollen. Das heißt, wenn ich diese Schulter hochziehe und nach hinten, ziehe ich die hinten hoch und nach vorne. Ja, also wenn ich hinten und nach vorne, vorne und nach hinten. So, das verbinde ich. Die eine Schulter geht hinten hoch, die andere vorne hoch. Das verbinde ich. So, jetzt lass die zweite Schulter vorne hochgehen und nach hinten. Und die erste Schulter hinten hoch und nach vorne. Wenn du das erstmal einzeln trainierst, bis es langweilig ist, dann schaffst du dir die Voraussetzung, um entgegengesetzt zu sein. Oder das entgegengesetzt machen zu können. Ja, jetzt geht meine linke Schulter hinten hoch und meine rechte Schulter geht vorne hoch und nach hinten. Und die treffen sich oben in der Mitte. So. Das sind die Schultern. Die Hüften, du knickst die Beine sanft ein, lass die Knie nach vorne gehen, das befreit die Hüfte und jetzt versuch deine Hüfte, den Beckenkamm, also dieses Teil, was oben ist, nach vorne, den Beckenkamm nach hinten. Entweder siehst du es vom Beckenkamm, dass er nach vorne geht, nach hinten. Oder es ist vom Schambein, das nach vorne hoch und nach hinten geht. Dann wäre der Impuls, beziehungsweise das, was du dir vorsagst, nämlich vor und hinten genau entgegengesetzt. Hier geht der Beckenkamm nach hinten, nach vorne, Beckenkamm nach hinten, nach vorne. Oder Schambein nach vorne, Kreuzbein nach hinten. Okay, dann lass uns das Becken mal im Kreis, du knickst deine Beine ein und lässt das Becken kreisen. Ja, so im Kreis, nur das Becken, die Beine bewegen sich natürlich auch mit, das Becken kreist. Becken kreist, Becken kreist.
Kreist, okay. Das kannst du natürlich auch andersrum machen. Okay. Das kann ich verbinden. Ich verbinde jetzt das untere mit dem oberen. Ich lasse die Beine jetzt einknicken. Ich kreise mit dem Becken und gleichzeitig nehme ich jetzt eine Schulter. Ich nehme mich erstmal mit einer Schulter beschäftigen und lasse die Schulter auch kreisen. Das Becken kreist links nach vorne im Kreis und die linke Schulter kreist auch links hinten hoch. So, wenn ich das habe, lasse ich das Becken weiter kreisen und nehme die rechte Schulter genau entgegengesetzt. Die dreht sich nach vorne hoch und nach hinten. Und wenn ich das habe, kann ich die erste dazu nehmen. Jetzt kreist meine linke Schulter hinten und die rechte vorne. Ja, und das Becken kreist das Ganze mal von der Seite. Das Ganze von hinten. Was es tut, ist, dass die Wirbelsäule ruhig bleibt, aber die Schultern und das Becken sich bewegen. So, das, was in die Richtung geht, geht natürlich auch in die andere Richtung. Das Becken kreisen, Becken kreisen. Erste Schulter, die dann eigentlich entgegengesetzt zu ihm sich dreht. Ja, zweite Schulter. Gib dir Zeit, mach die Bewegungen, die gehen. Wenn du das lernen möchtest, musst du dir einfach Zeit geben. Und meine rechte Schulter dreht hinten hoch. Nach vorne und die linke Schulter dreht vorne hoch und nach hinten. Gleiches Spiel an der Seite. Gleiches Spiel von hinten. Der nächste Schritt, da werden wir jetzt ein bisschen mit den Füßen, wieder mit den Beinen arbeiten. Ein bisschen nach hinten. Du stehst wieder breit. Die Füße sind jetzt, die Knie haben wir, die Hüften haben wir so ein bisschen bearbeitet, die Schultern. Und du drückst jetzt wieder in den Boden, hebst die Knie und jetzt mach den Schritt nach vorne und den Schritt nach vorne und du knickst dein hinteres Bein ein. Und du kommst zurück, einen Schritt nach vorne, das hintere Bein ein. Schau euch das an. Ich knicke jetzt einfach das Bein so weit ein. Das Knie geht nicht über das Fuß, über die Zehen. Deswegen knicke ich das hintere Bein ein und komme vom vorderen Fuß. Also, ja, so. Und zur Seite. Das gleiche mit dem anderen Bein. Ran, vor das hintere Bein und hoch. Vor. Genau. Okay, so, wenn wir uns den Fuß vorne, der vorne aufkommt, kommt der Fuß so auf und du drückst dich so wieder ab. Das heißt, ich ziehe das Bein ran, der Fuß kommt nach vorne, die Ferse nicht, ich knicke das hintere Bein ein und ich komme so wieder hoch. Zack.
rein, vor, zack, zurück. Das Ganze mit einem Wechsel. Okay. Okay. Die nächste Verbindung wird sein, dass du den Bauch lernst, nach innen zu ziehen, nach innen zu ziehen, nach innen. Du lernst quasi, den Bauch zu ziehen. Aber nicht so, sondern du lernst einfach nur den Bauch einzuziehen, einziehen, ohne dass der Brustkorb sich. Ja, es ist ein leichtes Uddiyana Bandha, nennt sich das. So, jetzt versuche ich das aber nicht vom Bauch aus zu machen, sondern gehe jetzt mal zum Damm, ja, zu diesem Muskel, diesem kleinen Muskel zwischen Geschlecht und Ausscheidungsorgan und ziehe den mal zusammen. Zieht den Damm zusammen und lasst den locker. Findet euer Tempo dafür. So zusammenziehen und locker lassen. Zusammenziehen und locker lassen. Zusammenziehen und locker lassen. So, der nächste Move wird sein, dass ich Verbindungen zwischen den Beinen, den Hüften, dem Oberkörper, den Schultern produziere. Und zwar, ich beginne damit, die Knie einzuknicken. Das Schambein nach vorne zu schieben, den Bauch, das Brustbein und ziehe die Schultern hinten hoch, gehe mit dem Becken nach hinten und lass mich hängen. Knie, Hüften, Bauch, Brustbein, Schulter hoch nach vorne. So, das lasse ich jetzt langsam in eine Bewegung kommen. Knie. Schau, dass er nicht im unteren Rücken hängt, sondern dass euer Brustbein nach oben geht, die Schultern hinten hoch. So, und das kannst du jetzt in die verschiedenen Geschwindigkeiten bringen. Und vielleicht kommt der Kopf jetzt auch noch dazu. Kopf nach hinten, Schultern, Kopf nach vorne. Das ist das Aufrollen mit den Schultern hinten hoch nach vorne. So, jetzt verbinde ich das Ganze oder verändere das daraus in die andere Form. Ich gehe nach vorne, runter, roll mich hoch, zieh die Schultern hoch, gehe nach vorne, Knie, Kreuzbein, roll rund, Schultern hoch. Gleiches Spiel. Die unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Nochmal. Dann andersrum zeigen. Die Bewegung ist genau die gleiche. Nur in die andere Richtung. Wenn der Kopf am Anfang oder wenn der Kopf nicht mitspielt, weil der Nacken fest ist, dann ist das nicht so. Ciao, also das, also ist es nicht so wichtig und ist nicht so schlimm, sondern bau das aus, was du kannst. Damit wirst du die Chance bekommen, immer, dass sich das vermehrt. Du nimmst Rücksicht auf deinen Körper. Und es wird sich verändern und dann wird er mehr zur Verfügung stellen. Die Qualität wird sich ändern. So, das Rollen, das Kreisen der Arme. Ja,
wie rum du anfängst, ob du vorne nach hinten gehst, mit einem Arm, oder ob du hinten beginnst, ist gar nicht, erstmal gar nicht wichtig. Ja, mach das erstmal nur mit einem Arm. Es kann sein, dass dein Arm nicht unbedingt gestreckt ist, es kann auch so sein. Mach das, was funktioniert, ja, also auch so. Du probierst aus, was funktioniert, aber es kann auch sein, dass er gestreckt ist und dass der Oberkörper fast ruhig sein kann. Es kann aber auch sein, dass dein Oberkörper so ein bisschen mitbewegst, das ist nicht so wichtig. Und dann auch mal ne, in die andere Richtung. Und andere Seite. Ja, wie gesagt, kann auch so aussehen oder so. Besonders wenn du Probleme mit den Schultern hast, sei soweit vorsichtig, auch mal die Richtungsänderung wieder. Na, mach nicht das, was nicht geht, sondern mach das, was geht, immer wieder. Kann dann nicht genug darauf hinweisen, dass das sich, ne, wenn du Rücksicht nimmst darauf, dass was geht, wird das mehr werden. Wenn du Rücksicht drauf gehst, was nicht geht, wird auch das mehr werden. So, das Ganze können wir natürlich auch mit beiden Armen machen. Na, beide hoch, vielleicht vorne hoch und nach hinten und ruhig auch den Oberkörper mitnehmend und dann mal stabilisieren, den Oberkörper, dass der ruhig bleibt und mitnehmen, hochgehen und ruhig. Und das Ganze andersrum. Währenddessen du das jetzt machst, versuch mal nicht die Schultern hochzuziehen, sondern die Schultern eher tendenziell runterzuziehen. Und zu kreisen. So. Jetzt der koordinative Teil. Dafür geht ein Arm nach vorne und ein Arm nach hinten. Währenddessen also ein Arm hinten hoch geht, geht der andere vorne hoch. Und so gehst du hinten. Da das am Anfang oftmals nicht so leicht ist, mache ich das Ganze jetzt mal ein bisschen langsamer. Und ja, du startest unten. Der eine geht hinten, der andere vorne hoch. Du gehst bis nach oben. Und zurück und auf der anderen Seite bis nach oben und zurück. Es hilft, den Oberkörper am Anfang so hin und her zu bewegen. Also der eine geht vorne hoch, der andere hinten hoch. Ich kann das Ganze auch von oben starten, dann geht der eine hinten runter und der andere vorne runter. Gleiches Spiel. Probier das aus. Ja. Runter. So, jetzt kann ich das hin und her machen. Ich gehe jetzt vorne runter, dann drehe ich meinen Oberkörper und gehe mit beiden Armen hoch. Mit beiden Armen runter. Drehen. Hoch. Drehen. Runter. Drehen. Hoch, drehen, runter, drehen, hoch, drehen, runter. Und so verbinde ich das. Jetzt dreht mein rechter Arm hinten hoch und mein linker vorne hoch. Und die Arme drehen sich entgegengesetzt. Und mit der Zeit wird der Oberkörper immer ruhiger. Also das, was ich am Anfang so dieses Hin und Her gemacht habe, kann ich dann nachher ruhig halten.
gehe wieder an die Füße, Bewegungsqualitäten für die Füße. Und zwar haben wir vier Haltungen. Du stellst breit und vier Berührungspunkte für die Füße. Du knickst die Beine ein, schaut, dass die Knie ungefähr über den Fußgelenken sind. Und das ist jetzt die 1-Position und den Fuß ran ist die 2-Position. Das Bein bleibt eingeknickt. Dann kommt der Fuß nach vorne, das ist die 3-Position und du gehst über diese Haltung nach hinten und das ist 4. Und dann gehst du zurück in 1. Andere Seite, 2, 3 und 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 2, 3, 4. Lass das einfach weiterlaufen. Ne, aber es hilft, das auch zu benennen. 1, 2, einfach zu sagen für sich innerlich. 4, 1, 2, weil das Rechenzentrum da oben für die Zahlen und das Bewegungszentrum liegen relativ nah beieinander. Das trainiert den Bewegungskortex und den logischen Kortex im Gehirn automatisch mit. Deswegen sind auch Bewegungen und Koordination ein wichtiger Bestandteil, das Gehirn weiterhin agil zu halten, nicht nur den Körper. 2, 3, 4, 1. Okay. Die Bewegung einer 8. Du gehst auf das eine Bein und malst eine 8. 2, 3 Mal auf den Boden. Und gehst rüber und malst die 8 der anderen Seite. Achte ein bisschen auf die Hüfte, ne, dieses Ein- und Ausdrehen der Hüfte. Und dann wechsel mal eine 8. Wenn du vorne beginnst, geht die vorne um. Vorne beginnen, nach hinten und rüber. Der war nicht gut. Vorne rum und vorne den Wechsel. Dann das gleiche andersrum. Hinten beginnen. Und hinten wechseln, hinten beginnen und hinten wechseln, hinten, hinten den Wechsel, okay, jetzt gucken wir uns die Seite an, dafür, die Schultern sind leicht runter und deine Hand geht am Bein zur Seite Richtung Knie, bis du merkst, dass es hier gestreckt ist und zurück. Ja, und runter und zurück. Versuch, währenddessen ich mit meinem rechten Arm runtergehe, gebe ich meinen linken Fuß in den Boden, gehe mal verlängert in den Boden, sodass die Ganze, in dem Fall linke Seite, bis hierhin ungefähr gestreckt. Das lassen wir uns auf der anderen Seite machen. Und na, es ist nicht so, um tiefer zu kommen, die Ferse hebt sich nicht, sondern du gehst tiefer. Ihr seht das, wenn ich jetzt tiefer gehe, zieht meine Hüfte nochmal hier dran. Du kannst das, um das zu probieren, auch wirklich so machen, lass die Hüfte hochgehen, beziehungsweise die Ferse hoch und komm von der Ferse zurück. Ferse geht hoch, Ferse zurück. Hoch, Ferse zurück. Wechsel, Wechsel. Geht hin und her.
So, das ist eure Taille. Zieht den Bauch mal sanft dabei ein. Nicht weil ihr zu viel habt, sondern um ein Bewusstsein dazu hinzuschaffen. So, jetzt kommt der Arm dazu. Ja, der Arm, der ans Ohr geht. Aber lass den, du gehst zur Seite, den Arm zur Seite und zurück. Zur Seite, Schulter, Arm und zurück. Das, was mit der Schulter funktioniert, geht auch nachher ohne, dass ich die Verbindung halte von den Schultern. Ich gehe runter, die Schulter zieht runter, der Arm, ja, ich bin hier, die Schulter geht nicht hoch, sondern die Schulter geht runter. Und okay, so. Die nächste Verbindung wird sein, meinen rechten Fuß mit meiner linken Hand. Jetzt das gleiche auf der anderen Seite. So, du stehst ein bisschen breiter und streckst. So, achtet darauf, dass wenn ihr das hier habt, dass ihr nicht zu tief seid. Und die Verbindung zwischen dem rechten Fuß hier durch den Körper durch in den linken Arm zu den linken Armen. Das gleiche auf der anderen Seite. Gut, so geht ihr hin und her. Streckt in den Fuß, streckt in die Hand. So, wenn ihr das habt, dann geht mal die Verbindung vom, ihr seid jetzt mal am großen Zeh mit der Aufmerksamkeit am großen Zeh. Und von dort wechselt ihr immer in den entgegengesetzten Daumen. Also linker großer Zeh, rechter Daumen. Rechter großer Zeh, linker Daumen. Wechselt, wechselt. Ja, ihr wechselt quasi mit dem Impuls nach oben, nach unten. Die Aufmerksamkeit. Dann lass den Kopf vorne und mach die gleiche Bewegung, aber lass den Kopf mal vorne. Bewegung bleibt gleich. So, jetzt verbinde ich das, indem ich jetzt die Füße aneinander mache und die Arme fallen lasse. Lass die Arme fallen, lass auf den Körper schlagen. So, was ich versuche ist, ich mache das mit dem Becken, mit den Beinen. Die Bewegung. Lass die Arme möglichst locker, sodass sie wirklich schlackern. Und je nachdem, wie viel Schwung ich ihnen gebe, umso mehr werden sie aufschlagen. Aber ich schlage nicht, sondern es schlägt. Umso locker ich die Arme lassen kann, umso mehr werden sie auf den Körper aufschlagen können. Und der Körper wird reagieren können. Reflexartig springen die Muskeln an. So, die nächste Verbindung ist, dass ich diesen Schlag ein wenig lenke und der kommt dann nach oben, nach hinten. Ich werfe quasi die Hand zwischen die Schulter. Das Ganze mal von hinten. Werfe. Ja. Zum ganzen Körper, die Bewegungsqualität in Kontakt
mit dem Körper zu sein. Dafür gehe ich mit meinen Händen hinten an das Kreuzbein, an das Dreieck und ich streiche die Beine hinten runter, so weit wie ihr kommt, theoretisch zum kleinen Zeh, gehe nach vorne zum großen Zeh, die Beine innen hoch, ich komme hoch bis zur Leiste, dann gehe ich nach hinten, ich gehe hinten hoch, so jetzt muss ich einen Umweg machen über die Achselhöhe, um wieder nach hinten zu gehen, zur Wirbelsäule. Die Wirbelsäule, den Mittelscheitel, die Stirn in der Mitte, die Nase, Lippen, Kinn, Hals, Brust, Bein bis unterhalb des Bauchnabels nach hinten, hinten runter, von innen hoch und hinten diese Bewegung. Das macht man, es gibt ja traditionell diese gerne, diese Dreier-Schritte. 3, 9. Man nimmt 12 und 15 nicht, nimmt dann 18. Nimmt dann gerne 36. Dann die dreifache Menge davon, das wären 108. Alles andere, was an in der Quersumme wieder 9 gibt, kleine Zahlenkunde, schürt Lebendigkeit 3, lässt uns lebendiger werden. Ich mache bei diesen Bewegungen, gehe ich entweder auf die 9 oder auf die 18, manchmal auf die 36 an Bewegungs. Du endest entweder, indem du vorne runterkommst, bis zum Schambein gehst und die Hände übereinander legst, oder du kommst hinten, du kommst vorne innen hoch und endest dort. Probier das aus. Es hat eine unterschiedliche Qualität, ein unterschiedliches Empfinden. Oder nimm einfach das, was dir besser gefällt. So, als Mann bringe ich jetzt meine linke Hand auf das Schambein und die rechte Hand da drauf. Und als Frau mache ich das genau andersrum. Die rechte und die linke Hand da drauf. Dann lasse ich die Knie los und bin einfach damit beschäftigt, was gerade im Moment ist. Das war's mit dem Körper, dieses Streichen über den Körper, was wir gemacht haben. Mache ich auch für den Raum als Qualität, als Bewegungsqualität. Und dazu damit verbinde ich den oberen über mir drüber Raum mit dem unteren des Loslassens. Ich stelle mich seitwärts, wenn man das besser sehen kann, werde mich gleich auch noch nach vorne drehen. Das heißt, ich berühre mich jetzt nicht mit den Händen, sondern ich gehe hoch nach hinten, großen Raum und lasse locker. Ja, ich ziehe die Hände, gehe nach hinten, das Brustbein geht hoch. Ich habe das in einem separaten Video auch schon erklärt. Und lass locker. Das kann ich mit dem Atem verbinden. Ihr werdet feststellen, wo der Körper atmet oder wo er atmen möchte oder wie er atmen möchte. Lasst ihn am Anfang erstmal so, wie er möchte. Lass den bewegen einfach laufen. Diesmal legst du die Hände nicht auf den Bauch, sondern du bringst die Füße in die Neutrale, lässt die Knie trotzdem gehen, lässt dein Becken ein bisschen gehen und bleib einfach mal so stehen, lass einfach mal dich im Jetzt sein, mit dem, was gerade im Moment ist.
viel Spaß.